Oh no, ich erzähle dich heute von einem Fail. So sehen unsere Red Velvet Kuchen normalerweise aus und so sahen sie gestern aus. Am besten spulen wir mal ein bisschen zurück, damit ich euch das erklären kann. Red Velvet Kuchen ist bekannt für seine rote Farbe. Im Normalfall wird dafür künstlicher roter Farbstoff verwendet. Wir wollten aber lieber einen natürlichen Farbstoff und haben uns für rote Beetepulver entschieden. Bis dato hatten wir damit auch nur gute Erfahrungen gemacht. Allerdings waren bei der neuesten Lieferung, die wir erhalten haben, wirklich fette Brocken drin. Wir dachten, unser Mixer regelt das schon, aber das hat leider nicht funktioniert. Dieser Fehler hat uns einige Arbeitsstunden und mindestens 100 Stück Red Velvet Kuchen gekostet.